wollen gerne in beiden Examina zusammen 18 Punkte haben. Die meisten unserer Mandanten kommen nicht aus Deutschland. Ja. Darf ich zwei, drei Fragen stellen? Gerne. Du bist Anwalt bei Burden & Burden. Wie viel arbeitest du so am Tag? Wo hast du studiert denn? So, ich bin heute zu Besuch bei der Juristenmesse an der LMU, an der Uni in München, und ich schaue mal, ob ich der einen oder anderen Kanzlei entlocken kann. Was sind so die Anforderungen an den Nachwuchs? Was wird so erwartet? Wie ist die Marktlage? Mal schauen. So, wir gucken mal, was da los ist. Ich schaue mal, ob wir jemanden entdecken, der uns ein bisschen was sagen kann, ne? Dankeschön. Oh ja, das sieht gut aus. So, wir sind jetzt hier mitten zwischen den Ständen und der ganzen Menge von Großkanzleien. Herr Kollege Zimmer. Hallo. Ja, grüß dich. Ja, wie sieht's denn aus, wenn die Hälfte des Tages ist schon vorbei? Was ist so das Zwischenfazit? Was würden Sie sagen? Wir sind sehr zufrieden. Der Juristentag hier an der LMU ist immer ein großer Erfolg für uns. In zweierlei Hinsicht. Zum einen geht es natürlich darum, neue Kräfte zu rekrutieren. Ja. Und zwar ganz verschiedene Praktikanten, wissenschaftliche Mitarbeiter, Referendare, auch sogar fertige Juristen schon. Mhm. Das heißt, ich könnte auch bei Ihnen noch anfangen. Genau. Gut zu wissen. Wenn Sie, und da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, wenn Sie gute Noten haben und sehr gut Englisch können. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Manche Kanzleien sagen so, nee, YouTube ist eher nichts für mich. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es hier bei den Kollegen von Taylor Wessing ist. Schönen guten Tag, Hallöchen. Dominik. Hallo. Hallo. Darf ich zwei, drei Fragen stellen? Gerne. Das trifft sich hervorragend. Du bist Partner, Anwalt. Was machst du bei Taylor Wessing? Senior Partner, Managing Partner? Associate bin ich. Associate, okay. Associate im dritten Jahr jetzt. Aha. Früher war ich WISMIT. Also wissenschaftlicher Mitarbeiter? Genau, ja, genau. Bin ich eingestiegen, 2015 war das. Mhm. Und von der WISMIT-Position bin ich dann zum Associate gewechselt. Hast du schon unterschrieben gehabt, bevor du deine Examensnoten hattest? Nee. Was würden Sie sagen, was hat sich so geändert in den letzten 5 Jahren, was so die Anforderungen der Bewerber angeht? Das Augenfälligste ist, dass es deutlich weiblicher geworden ist. Also ich habe vor 30 Jahren studiert, da waren es ungefähr gefühlt 25-30% Frauen. Mhm. Und jetzt hat sich umgedreht. Mhm. Ja. Also das ist das Augenfälligste, wenn Sie hier... 75%? Nein, sagen wir mal 2/3. Also mehr als die Hälfte definitiv sind ja, Frauen? Ja, deutlich mehr. Also wir haben jetzt bei uns, wir hatten letzte Woche gerade eine Veranstaltung bei uns im Hause, und da war es sehr augenfällig, da waren es 75%. Und dann haben wir die jungen Leute darauf angesprochen und sagten die Studentinnen, ja, sie denken, dass es so 2/3 sind. Wahnsinn. Wir haben dann darüber resoniert, woran es liegen kann, aber das würde sich in diesen Rahmen hier sprengen. Aber es ist doch augenfällig, ja, das ist das Erste. Es kann auch damit zusammenhängen, dass Frauen bessere Noten haben oder ein bisschen eher bereit sind, so ein bisschen sich durchzubeißen, eine höhere Frustrationstoleranz haben. Das ist also ganz verschiedene Gründe haben. Jedenfalls ist es so, und wir haben die meisten Bewerber auch von jungen Frauen. Was wir gut finden, auch wir haben noch nicht eine 50-50 Mischung bei uns. Und wir finden wir gut, wenn wir auch in den Reihen mehr Frauen haben. Das heißt, die Partnerschaft und so die Senior-Level ist eher männlich geprägt? Ist noch nicht 50-50. So, die meisten Kanzleien sind hier sehr aufgeschlossen. Ein paar sagen, was, YouTube, wissen wir nicht. Aber ich habe hier noch einen sehr, sehr sympathischen Kollegen wieder getroffen. Wir kennen uns schon aus dem Studium in Los Angeles. Los Angeles. We have studied in Los Angeles. Der Lars, herzlich willkommen. Hallo, hi. Schön, dich zu sehen. Hier, du bist bei den zwei Vögeln. Wir haben ja auch hier den Vogelkasten schon aufgezeichnet. Was genau machst du? Also du bist Anwalt bei Bird & Bird. Anwalt bei Bird & Bird seit knapp 5 Jahren im Bereich IP. So, geistiges Eigentum. Ja. IP für die es nicht wissen, Intellectual Property, was fällt da alles drunter? Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht. Mhm. Am Rand machen wir so ein bisschen noch Medienrecht. Mhm. Wobei, da kenne ich einen besseren Anwalt. Medienrecht kenne ich in Deutschland. Tacheles, wie sind denn die Voraussetzungen, wenn ich bei Ihnen, angenommen, ich wäre jetzt Student im 6. Semester, was sollte mein Ziel sein, damit ich bei Ihnen anfangen kann? Ja, also Ihr Ziel sollte sein, dass Sie ein Interesse am Wirtschaftsrecht haben, dass Sie sehr gut Englisch können, belegt durch auch wiederum Noten, wenn es sie gibt, oder durch Auslandsaufenthalt oder durch sonstige Interessen, die Sie haben und die Sie auch pflegen, also dass Sie Bücher lesen, Englisch Bücher lesen, englische Economist lesen oder sowas. Die Tipps, die ich auch immer gebe, früh anfangen Sie mit der Sprache zu beschäftigen. Exakt, ja. Ja, also so das Fachvokabular, das ist dann auch viel, vor allem bei uns im Patentrecht, das ist nochmal sehr spezifisch.
spezifisch, das ist viel Learning by Doing. Okay. Aber wenn man vorher schon ganz gut Englisch kann, dann sind das gute Voraussetzungen. Okay. Das Zweite ist, dass sie eben einfach offen sind, Interesse haben, dass sie einen weiten Horizont haben, dass sie eine kulturelle Fluency haben, wie man so schön sagt. Also, dass sie jetzt die meisten unserer Mandanten kommen nicht aus Deutschland. Ja. Das ist A, der Grund für die guten Englischkenntnisse, die wir voraussetzen, aber auch B, der Grund dafür, dass wir eine gewisse Gewandtheit im internationalen Parkett fordern, weil eben ein Pakistani eben anders drauf ist als ein Oberbayer. Ja? Und wie viel deine Arbeit ist auf Englisch? Ja, es kommt auf die Mandate am letzten Endes, also vielleicht 40, 60, also 40 Englisch, 60 Deutsch. Okay, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Ja, okay. Hängt immer davon. Der Großteil ist auf Englisch. Der Großteil ist auf Englisch. Also die Verfahrensführung in Deutschland ist natürlich auf Deutsch, klar, ja. Aber die Kommunikation mit den Mandanten und natürlich auch mit den englischen Kollegen, das ist alles in Englisch. Und viele internationale Mandanten arbeiten viel mit unseren Kollegen aus England zusammen, aus dem Londoner Büro. Und ja, das ist spannend. Also du hast ja dann wirklich, kann man sagen, im Prinzip Taylor Wessing über einen, also schon kennengelernt, bevor du deinen Arbeitsvertrag unterschrieben hast. Ja. Was würdest du sagen, was hat dich dazu bewogen, dort zu unterschreiben, dort zu bleiben sozusagen, auch dann nach dem Examen? Abgesehen vom Geld. Abgesehen vom Geld, auch, dass ich mich da wertgeschätzt fühle und da einen Partner habe, für den ich arbeite, von dem ich sehr viel lernen kann und dass es einfach sehr spannende Fälle sind. Also ich bin ja im Patentrecht und das ist einfach sehr spannend. Was kann Bird & Bird besser als alle anderen? Bird & Bird ist in dem Bereich super spezialisiert, in der IP-IT-Bereich. Er hat sehr interessante Mandate und hat eine große Track Record in dem Bereich. Und was für Mandate? Namen nennen? Nee, darf man natürlich nicht sagen. Ist er geheim. Ja, manche Sachen sind ja öffentlich. Ne? Aber ach so, stimmt. Wenn es in der Zeitung stand, ist die Frage, was stand in der Zeitung? Zeitung stand zum Beispiel... ProSieben stand in der Zeitung. Stimmt. ProSieben stand in der Zeitung. Also nicht nur, weil ich da gearbeitet habe, sondern es stand in der Zeitung, dass, oder auch bei Juve zum Beispiel, wer sich immer fragt, welche Kanzleien betreuen, welche Transaktionen und welche Mandate, einfach mal bei juve.de reinschauen und die Nachrichten checken. Dann sieht man immer, wer wo auf welcher Seite involviert war. Und hast du dir auch jetzt im Laufe des Referendariats, Studiums auch andere Kanzleien angeschaut oder war... Nee, tatsächlich bin ich direkt zu Taylor Wessing. Also ich war da vor... im Referendariat mal bei so einer Messe und da hatte ich verschiedene Gespräche und dann bin ich bei Taylor Wessing gelandet und dann auch dort geblieben. Kann man sagen, dass in dem Gespräch im Referendariat die Taylor Wessing-Kollegen irgendwie netter waren, sympathischer waren als jetzt die anderen? Oder hat es... Sie waren auf jeden Fall sehr sympathisch, ja. Aber es ging auch hauptsächlich darum, um die fachliche Ausrichtung, dass es halt bei Taylor Wessing hier in München einen sehr großen grünen Bereich gibt und da wollte ich ja hin und deswegen... bin ich vor allem zu Taylor Wessing da. Und was für Punkte brauche ich? Sie brauchen, wir wollen gerne in beiden Examina zusammen 18 Punkte haben. Wobei beim ersten das Staatsnote zählt. Okay, das heißt, da gucken Sie auch tatsächlich Schwerpunkt, was ist reingerechnet und so. Ja. Okay. Ist es ein Unterschied, ob ich in Bayern studiert habe oder in Hamburg? Ja. Ist es, also da gucken Sie auch drauf. Wenn es in Hamburg nicht Bursaeus ist, dann ist es ein Unterschied, ja. Wenn ich in Hamburg 18 Punkte habe und in, sagen wir mal, Bayern 16, also das ist ein rein theoretischer Fall. Die würden wir beide nehmen. Okay. Ja, also okay. Blind. Ja. Wenn die nicht soziale Kuppel sind. Ja. Ja. Wir gucken uns die schon noch an. Ja. Aber sonst ist es schon so, dass wir merken, dass die Baden-Württemberg und Bayern, wer da ein gewisses Examen gemacht hat, der ist erfahrungsgemäß besser als jemand aus Bremen, Hamburg oder die üblichen Verdächtigen. Und wenn sie jetzt einen tollen LLM gemacht haben, oder eine Dissertation, die auch passt zum Beispiel, oder wenn Sie irgendwelche anderen, wenn Sie zum Beispiel einen Doppelstuhl BWL noch gemacht haben, oder Wirtschaftsingenieur oder sowas, aber BWL kommt häufiger vor, dann sind wir bereit, da Abstriche zu machen. Mhm. Also Sie können das, wenn Sie nicht auf die 18 kommen mit den beiden, dann kann man das kompensieren mit gewissen Zusatzqualifikationen, die für unsere Praxis wichtig sind. Okay, man kann ja versuchen, mit 3 versuchen, auf 18 Punkte zu kommen. Vielleicht. Was würden Sie sagen, wie sieht so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? Wann gehen Sie ins Büro, wann gehen Sie nach Hause? Im Durchschnitt? Im Durchschnitt, ich bin so 20 nach 8 ungefähr da. Mhm. Weil ich 3 Kinder habe, gucke ich, dass ich einigermaßen so mal halb 8 wieder fahre und dass ich nochmal sehe, oder halb 7, halb 8. Und dann, da wir halt auch, der Schwerpunkt ist ja bei uns, oder ein Schwerpunkt ist die Westküste, weil ich habe natürlich auch Mandanten, die 9 Stunden hinterher sind, dann gucken wir danach schon zu Hause nochmal rein und erledigt dann nochmal die restlichen E-Mails. Von halb 10 etwa bis halb 8.
Okay, also sind doch 9 oder 10 Stunden. 9 bis 10 Stunden. Okay. Und wie viele Billable Hours musst du pro Jahr fabrizieren? Ja, wir haben jetzt keine Muss-Vorgabe, aber wahrscheinlich ist es so in dem Bereich 1.500. Also wenn man es runterrechnet, sind das eigentlich pro Tag, glaube ich, etwa 6, irgendwas, die man theoretisch spielen müsste. Mhm. Schaffst du es immer? Naja, mal so. Samstag, Sonntag ist schlecht. Wie viele offene Stellen haben Sie aktuell? In Frankfurt und München wahrscheinlich 4 bis 5. Tatsächlich so? Also ja. Sie würden jetzt heute, ja, wenn heute... Sag mal, 3 bis 4. Ja. Wie viele Anwälte sind Sie? Volljurist, ne? Volljurist. Wir sind in Deutschland ungefähr 45 Anwälte. 45 Anwälte. Ja. Und Partner davon? Davon 12 Partner. Den einen Tipp, den Sie den Nachwuchsjuristen mit auf den Weg geben können, was wäre das? FAZ Wirtschaftsteil oder Economist lesen oder beides. Klausuren schreiben. Habe ich eigentlich keinen Tipp. Also man soll die Augen offen halten, interessiert sein an allem Möglichen, offen bleiben und sich möglichst viel anschauen. Was habt ihr denn eigentlich in diesen neckischen Täschchen da drüben? Nicht da. Ja, das ist doch was. Gucken wir es mal rein. Also das ist natürlich die handliche Größe für jeden Jurastudenten, weil man weiß, hier passt perfekt der Schönfeller rein. Ah, Mensch. Unter anderem auch der Sartorius, also da brauchst du eine zweite Tasche für. Ja. Genau diese Größe, das ist kein Zufall, dass genau diese Größe, dass diese Tasche diese Größe hat. Lass mich gerade in eine Umschlage, da ist eine Menge Geld. Das ist das Vogelhaus. Ach so. Wir als Medienanwälte waren ja eigentlich, haben uns kennengelernt in dem Mekka des Medienrechts, Los Angeles. In Los Angeles, ja. Wo wir durchaus den einen oder anderen Promi auch gesehen haben. Doch, ich habe mal irgendeine Schauspielerin habe ich mal gesehen. Ich habe mal vergessen, wie sie hieß. Ja, ich bin an dem Haus von Michael Jackson vorbeigefahren. Hat er da noch gelebt? Nee. Vielen herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön. Ja. Julius, herzlichen Dank. Vielen Dank. Viele Grüße an Taylor Westing. Vielen herzlichen Dank fürs Interview und weiterhin gute Akquise. Ja, das war mein kleiner Besuch auf der Juristenmesse. Sorry, dass das so laut ist, aber ich habe hier die Klimaanlage am Laufen, weil heute einer der, glaube ich, heißesten Tage des Jahrhunderts ist. Ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Einblicke gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann schnellstmöglich den Kanal abonnieren. Und ich melde mich bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut, euer Dominik.